In ein bisschen mehr als einem Monat startet die Gamescom 2022 in Köln. Nach 2 Jahren digitaler Pause wieder mit Menschen und mit so wenig großen Ausstellern wie nie zuvor. Ich frage mich an der Stelle, wer braucht die Gamescom noch? Versteht mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan von Videospielmessen und möchte auch niemandem, der gerne hingeht, seinen oder ihren Spaß daran nehmen, aber mal Karten auf den Tisch. Die Pandemie hat die großen Gaming-Events wie eben die Gamescom oder die E3 in eine digitale Pause gezwungen. Statt Messenfeeling und Ständen gibt's einfach groß angelegte Presseveranstaltungen. Abgesehen von ein paar ausgewählten JournalistInnen und den Vortragenden selbst gibt's also keine Gamer-Meute, die sich stundenlang für ein paar Minuten vom neuen Call of Duty oder Assassin's Creed anstellt. Und so traurig das natürlich ist, so angenehm war es doch auch irgendwie, oder nicht? Statt der Anreise, den doch wirklich anstrengenden Tagen und ganz, ganz viel Gedränge, gibt's ein paar entspannte Tage vom Fernseher oder Laptop. Auf ganz easy, ganz relaxed die Neuankündigungen ansehen und einfach nur sich an Gaming erfreuen. Und ganz ehrlich, ob beispielsweise Nintendo ihre Direct in Köln spielt oder man sie sich zu Hause auf der Couch gibt, ist am Ende des Tages doch wurscht, oder? Dieses Jahr stärker als jemals zuvor, denn Nintendo zum Beispiel ist dieses Mal gar nicht auf der Gamescom vertreten, genauso wenig wie Electronic Arts oder Sony. Also wirklich viele große Player der Industrie sind nicht einmal vor Ort. Das tut dem ganzen Event natürlich zusätzlich weh und drückt das ganze Erlebnis ein bisschen mehr nach unten. Ich meine, für die Entwickler wird es wahrscheinlich keinen großen Mehrwert mehr bieten, nehme ich jetzt einfach mal an. Die haben die letzten Corona-Jahre gesehen und gecheckt, aha, sieh an, wenn wir unsere Events einfach online abhalten oder sie auf Twitter ankündigen, kommt der Hype doch eh auch. Wozu also die $100,000 in die Hand nehmen, um eine coole Show auf einer Messe zu veranstalten? Das Geld sparen wir uns doch lieber und machen ein durchchoreografiertes Online-Event. Siehe E3, die gab's nicht. Dafür gab's das Gamefest. Das kam gut an, war auch ganz nice. Manche Leute auf der Bühne waren zwar schwer auszuhalten, aber prinzipiell war das schon cool. Klar lebt so eine Messe auch von seinen Besucherinnen, aber ich frage mich halt, wenn große Publisher abspringen, den Menschen auf der Messe dementsprechend weniger geboten wird und Online-Events auf gut oder lang eh funktionieren, wer wird dann noch in ein paar Jahren auf solche Messen gehen? Außer halt Leute, die noch nie dort waren oder überkrasse Hype-Heads und ein paar Pressefuzzis. Ich persönlich muss sagen, bin etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass die Gamescom wieder stattfindet. Andererseits ist zu Hause auf der Couch chillen und sich den ganzen Schmarren einfach online geben doch auch super entspannt. Und die letzten Jahre haben doch auch gezeigt, dass das manchmal reicht. Obwohl ich prinzipiell ein Feind davon bin, dass alles digitalisiert wird. Like, ein paar analoge Sachen oder In-Person-Events kann man doch noch verkraften, oder? Bevor irgendwie die ganze Industrie auf Digital-Only geht. Na, ich weiß, ich weiß es nicht genau. Aber wie steht's mit euch? Fahrt ihr zur Gamescom? Findet ihr Messen wie die Gamescom sind noch zeitgemäß? Oder glaubt ihr, in ein paar Jahren ist eh alles nur noch, wie gesagt, a digital only? Das interessiert mich wirklich, also schreibt es mir unten gerne in die Kommentare. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann freue ich mich außerdem unglaublich über einen Like und ein Abo. Das freut den Algorithmus und hilft mir als kleiner Kanal wirklich sehr. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen wundervoll entspannten Tag. Haut rein, ich hab euch lieb, Bussi und Papa.